Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 2. Oktober 2024. Und der ein oder andere dürfte wohl so aus der Wäsche geguckt haben, wie der Kollege jetzt hier zum Dienstag auf unserem Titelbild. Denn unser DAX hat sich ordentlich unten rausgewühlt. Und das ist eigentlich auch ein bisschen frech. Wir haben, wenn man sich den Tagesverlauf Intraday anguckt, nämlich einen schönen Antäuscher nach unten gesehen, dann einen Antäuscher nach oben gesehen. Und dann hat er sich erst unten rausgebuckelt. Wir hatten ja gestern uns darauf vorbereitet, hier sogar ausdrücklich darauf vorbereitet, dass das ein bisschen danach riecht, als passiert hier was, ja, wie als, nämlich hat euch ja gesagt, ich hätte es ja eigentlich gerne, dass er nach oben startet, aber das, die Signallage war halt einfach ein bisschen auch nach unten gerichtet und hat uns deswegen so ein bisschen darauf vorbereitet, wie, was kann hier passieren, dass er das eine oder das andere erfüllt. Und die eine Bedingung war zum Beispiel, dass er über die 420 oben rauskommt. Und ihr seht das schon, er hat hier wirklich nur drüber gestochen und es dann zum 15.30 oben von den Amerikanern nach unten vollkommen zerprügelt, nachdem aber vorher auch schon mal so dieses ein bisschen stärker reinkommen, dann nach unten ziehen, ne, das war so auch so ein bisschen so ein kleiner Signalgeber nach unten. Also er hat erst diesen Signalgeber nach unten so ein bisschen angetriggert und ich glaube sogar auch ein neues Tief hier drunter gesetzt. Also der hätte bestimmt schon den einen oder anderen Short reingecatcht, dann den anderen Long reingecatcht und am Ende komplett nach unten durchgeblasen. Von der Bewegung, die nach unten durchging, muss ich aber allerdings sagen, war sie schon recht stimmig. Wir sind zuerst auf die 300 gefallen, haben die mit kurzem Versuch zu halten, dann aufgegeben, sind dann auf die 220 und die 150 ziemlich genau gefallen, haben damit eigentlich alle unsere Marken jetzt aber bedient und dann in eine Erholung reingedrückt. Diese Erholung, die wir jetzt drinne haben, ist mir noch ein bisschen zu, wie soll ich sagen, die ist mir noch nicht rund genug. Ich könnte mir deswegen vorstellen, dass wir zum Mittwoch vielleicht wieder ein bisschen erstmal nach oben antäuschen, ja, dieses Antäuschen einfach wieder aufnehmen, weiterverarbeiten. Und im Bereich hier, wir sehen ja auch hier so dieses mittlere Band, das dann so bei 350, vielleicht aber auch schon ein bisschen eher so, ja, die letzten Tiefs, die liegen ja alle so im Bereich um 300 bis 320. Das 350, 320, 300, das ist jetzt so eine Zone, von der eigentlich typischerweise dann eher auch sich nach unten nochmal richtig lang machen kann. Grundsätzlich kriegen wir neue Tiefs, wäre das auch ein Signal, um weiter runter zu gehen, aber es ist jetzt definitiv hier reingerissen. Ja, also das, was wir gestern noch besprochen haben, über diese Regelmäßigkeit oder diese Unregelmäßigkeit viel eher im Montag, ja, wo ich gesagt hatte, das hatte die ganzen letzten Wochen anders gemacht, ja, das passt nicht, das riecht danach wie als will er da irgendwie ein bisschen was zündeln halt, ne? Und das hat er getan jetzt und das auch mit ordentlich Gewalt. Also so in die Richtung habe ich es mir vorgestellt. Wie gesagt, ich hätte es mir auch nach oben gut vorstellen können. Aber wir hatten ja gestern schon drüber gesprochen, dass das halt irgendwie ein bisschen nach einem Umkehrsignal roch. Ja? So, jetzt haben wir es bestätigt gekriegt, sind hier unten drunter. Wenn auch nicht so wie vorgestellt, ja, muss man klar sagen. Es war anders analysiert. Ja, die Variante hat er nicht angenommen. Die hat er zwar angespielt, aber eben nicht angenommen. Hat dann vorher oben nochmal raushauen wollen, in die Longroute reinschicken. Das war ein bisschen gemein. Muss aber vermutlich sein, um sich hier ein bisschen zu bereinigen, damit eben nicht so viele mit dabei sind. Ich denke, das ist ihm gelungen, sonst wäre er nicht so schön durchgefallen. Das macht er nämlich meistens. Und das ist jetzt so ein bisschen auch der Punkt, wo ich mich aktuell noch ein bisschen dran störe. Insbesondere auch diese Umgebung, das ist für mich noch nicht stimmig. Ja, wir haben da auch im Webinar am Wochenende ja schon mal drüber gesprochen, wie könnte ich mir jetzt vorstellen, dass der DAX hier nach unten fällt. Und das passt nicht. Jetzt fangen die da in Israel auch noch an, das Thema wieder ein bisschen höher zu kochen, sodass die Leute sofort immer wieder, wenn der Markt dann runterkommt, dann diese Nachrichten zitieren können, weil die Nachrichten eben gerade präsent sind, von wegen Iran kündigt irgendwelche Raketenangriffe an und schwupp. Das kommt halt immer erst nachdem der Kursrutsch gefallen ist. Ja, dann fangen die Leute an, irgendwas zu suchen, finden irgendwas und sagen, hey, das lag jetzt hier an Israel, das wird bestimmt noch schlimmer, das geht noch weiter runter. Und das klappt eigentlich nie. Das beobachten wir so oft und ich erzähle das so oft von, und das klappt eigentlich nie. Das kommt dann immer wieder nach oben raus zurück und deswegen sollten wir hier vielleicht auch mal besprechen, was müsst ihr jetzt machen, damit das hier vielleicht sogar schon jetzt das war, der Rücklauf war und er sich jetzt wieder aufdreht, dann müsste nämlich jetzt hier in der Erholungsfortsetzung die 350 überlaufen und dann sollte man schon vorsichtig werden, ja, weil geht er dann über eine 420, dann ist das hier von Fallwinkel viel zu flach schon wieder, um nach unten noch aufgelöst werden zu können, dann wird er sich vermutlich hier an der 420, 450 noch ein drittes Mal stoßen, kurz zurückkommen, vielleicht auf eine, ja, 360 von oben nochmal aufsetzen und anschließend aber noch durchprügeln bis zur 600. Und dann auf Donnerstagsnachmittag oder freitags hoch, ja, wenn er hier über die 350, 400 wieder drüber geht. Und wie gesagt, so richtig passt es mir noch nicht vom Stimmungsbarometer, so von den Leuten, auch wenn die Leute so schreiben und drauf sind, weil wenn er fällt, fällt er eigentlich eher so, wenn die Leute dann
nichts parat haben, was sie als Grund ranziehen können und dann eigentlich diesen Abverkauf so wegreden, so nach dem Motto, das war eine Übertriebung, das dreht gleich eher hoch. Wenn die Leute so unterwegs sind, dann fällt der, dann fällt der, dann fällt der richtig weit, dann kriegt er das easy hin, wenn alle dastehen, na, das ist ja übertrieben, der kommt gleich wieder hoch. Aber in dem Moment, wo alle dann dastehen, ja, Israel, Iran und oh, das spitzt sich jetzt noch zu, oh, na, wenn es da jetzt noch knallt, das sieht man so selten, dass dann der Markt auch wirklich mal nach unten eskalieren kann. In der Regel kommt er dann halt wirklich einfach direkt wieder nach oben. Das ist das Allereinzige, was mich hier so richtig ran stört, weil so von Montag, Dienstag, es ist schon vom Verlauf her auch mit diesem Austricksen, jetzt das passt schon, das ist schon stimmig, um hier auch unten raus weiterzukommen. Unten raus weiterzukommen wäre dann als nächstes diese 1950, die ist ja primär jetzt erstmal ganz, ganz, ganz wichtig als Anlaufziel aus dem Tagesschart. Ja, das ist ganz, 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 ganz wichtig, hier drauf zu setzen, 1950 bis, ich sag mal, 1920. Ja, das ist jetzt das große Ziel von oben, auf das wir nochmal aufsetzen können. Und wenn er das nicht gehalten kriegt, dann hätten wir hier sogar noch das Gap bei 18,915 zu bieten. Ja, das sind so die zwei Stationen, die auf der Unterseite dann interessant sind, wenn er weiter fällt. Aber wie gesagt, der muss dafür ein bisschen, ja, muss sich schon Mühe geben, da die Leute weiter abzuschütteln, ja. Gerade wenn sie jetzt so geil sind mit Krieg und so weiter und so fort. Ich weiß, das sehen viele von euch in dem Moment dann immer anders hinterher, dann aber doch nicht mehr. Das ist einfach sich immer wieder wiederholt. Das ist immer wieder ja das Gleiche, ja. Und deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Trotzdem gewichte ich den Chart immer über. Ja, wenn der Chart hier jetzt beispielsweise 300, 320, er geht dort hoch, dreht sich dort um nach unten, fängt dort richtig an zu schnurpsen, das wäre für mich dann eher eine Shortvorlage. Ja, es muss stimmig sein. Im Vormittag zum Beispiel war es nicht stimmig, als er runter rausgekommen ist. Wir haben Ronson Elisa einen Short freigegeben. Ja, die wollte auch Short. Da habe ich gesagt, nee, das sieht für mich aus, wie er es probiert, da nochmal oben rumzustänkern. Und dann hat er nach oben wieder rumgestänkert. Ja, natürlich das dann nicht gesetzt gekriegt. Ja, 450 nicht gedeckt bekommen, kein neues Wochenhoch gesetzt und dann wieder abgeschmiert. Aber vom Bewegungsverlauf, auch den Marken, die angesteuert hat, das hat schon alles gepasst und gestimmt. Ja, und von daher, ich gucke mir die 300 trotzdem genauer an. Aber ich bin auch wirklich mit einer engen Kante da, wenn der da irgendwie über den 350 da weiter rüber geht, da würde ich persönlich nicht unbedingt Shorten halten wollen. Ja, das wäre mir nichts. Ja, würde auch jetzt nicht irgendwo in die Tiefs irgendwo mit Short nachspringen, das wäre mir hier noch zu früh. Ja, da würde ich ihm erstmal ein bisschen Ruhe reinkommen, weil das Sentiment für mich dann nicht passt. Ne? Die Stimmung von den Leuten dann, die jetzt so getriggert sind, noch auf diese News da wieder mit Krieg und. Das haben wir doch so oft jetzt die letzten Monate und Jahre gesehen. Und so selten hat es geklappt. Ja, das ist einfach immer wieder. Ja, dann kommt dann irgendwo mal da tatsächlich ein Angriff, dann gibt es ein kurzes Abwärtsgap und trotzdem geht es wieder 3 Tage nach oben halt. Das ist immer wieder ähnlich. Ja, ich will das jetzt hier nicht egalisieren. Er kann trotzdem fallen. Ja, wir haben ja auch unsere Ziele, wir haben unsere Bedingungen. Ich mahne bloß etwas zur Vorsicht. Ja, dass man nicht zu aggressiv vielleicht reingeht. Ja, und das auch nicht überinterpretiert, was man da liest halt. Ne? Ich gewichte den Chart über, gucke mir das dann an, wie sehen die Rückläufe jetzt aus. Ja, dreht er sich weiter, kriegt er hier neue Tiefs, wenn ja, haben wir unsere nächsten Stationen, auf die man dann hinziehen können. Ja, die sich dann natürlich auch nochmal eignen, um ein bisschen hochzudrehen. Und ich denke, so können wir es rund machen. Ja, wir haben die Marken, wir haben unsere Rücklaufmarken, die Ziele sind klar. Markt ist eingetreten, Markt hat jetzt nach unten ein Risiko drin. Haben wir die letzten Tage oder gestern besonders auch schon gesagt, ne, wenn der jetzt hier wirklich einen Puck macht, dann kann das hier schnell bis 1950 runtergehen. Und schnell hat er schon einen großen Schwapp davon gemacht, ja. Muss aber nicht alles sein, ja. Wenn die Linie hier fällt, dann reden wir als nächstes über die Linie hier unten, ja. Also da ist schon Platz, da ist schon Platz nach unten. Wenn er das verbockt hier, das kann ein paar Mal wieder weitergehen. Also auch jetzt noch nicht zu spät, ja, wer da irgendwo denkt, der hat jetzt hier alles verpasst. Nee, nee, da ist schon noch genug Platz dann auch. Ja. Es muss bloß irgendwie, weiß nicht, am liebsten wäre mir, die machen da drüben Friedensvereinbarungen, ist Ruhe, dann gehen alle lang und dann kann er hier perfekt runterfallen. Das würde mir viel, viel, viel besser reinpassen, weil das typischer wäre. Es würde einfach besser reinpassen. Ja. Das ist einfach so. Das klingt immer ganz komisch für viele, die sich viel mit Nachrichten beschäftigen. Aber die lange genug bei uns mit den Charts mit dabei sind, die wissen, dass es halt auch wirklich so ist. Halt, ja, es ist einfach immer wieder so, ja. Das kannst du nicht von der Hand weisen. Es ist immer wieder so. Und von daher stimmt es mich ein bisschen vorsichtig. Okay? Aber ansonsten, Chart hat erstmal Vorrang. Ja, gucken mal, wie die Signale reinkommen. Gucken mal auf eine 300, wenn er die Erholung noch durchstreckt. Ansonsten haben wir unsere Punkte. Ich wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.